und Herren, auch ich begrüße Sie von meiner Seite. Es ist nun das 13. Mal, dass ich bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der Vollversammlung bin. Und wir haben es abgesprochen, Katja, merkst du nicht, dass wir es machen wie vor 6 Jahren, dass der neue und der scheidende Vorsitzende noch mal gemeinsam diese Pressekonferenz auch halten. Sie haben ja den Bericht vor sich und ich möchte zunächst von meiner Seite einmal 3 Punkte herausgreifen. Ich möchte aber noch vorher noch daran erinnern, heute ist ja nun der Jahrestag der Wahl von Papst Franziskus. Wir sind nun 1 Jahr und sind ja alle durch ihn auch reich beschenkt. Wir haben ihm auch als Bischofskonferenz heute natürlich ein Grußwort zukommen lassen zum ersten Jahrestag seiner Wahl. Ich habe im vergangenen Jahr in meinem Grundsatzreferat vor der Vollversammlung angeregt, einen Tag vor der Wahl des neuen Vorsitzenden eine Orientierungsdebatte über die Lage der Kirche in Deutschland, die Herausforderungen für die Deutsche Bischofskonferenz zu diskutieren. Ich kann hier nicht die intensive und vielseitige und vielschichtige Debatte wiedergeben, wohl aber doch einige Aspekte nennen, die mir persönlich wichtig waren und wichtig sind. Es ist vor allem Papst Franziskus, der uns Anregungen in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nuntiandi mit auf den Weg, Evangelii Gaudium mit auf den Weg gibt. Wenn er uns als entscheidende Herausforderung nicht nur seinen missionarischen Traum ans Herz legt, sondern auch von den Erwartungen an sein Amt und von der Notwendigkeit der Neuausrichtung des Papsttums spricht. Die Erwartungen an unsere Konferenz steigen. Die Herausforderungen ebenso und damit auch die Aufgaben und die Verantwortung. Es geht, so sagt Papst Franziskus, letztlich um die Kommunikation zwischen den Herzen. Und es ist notwendig, dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und Paradigmen stehen. Zu unserem Amt als Bischöfe und Nachfolger der Apostel gehört wesentlich unsere Einbindung in das Bischofskollegium. Dies wird in unserer Konferenz und in unserem Miteinander konkret und in unserer Verantwortung für die katholische Kirche in Deutschland und in unserer Mitverantwortung für unsere Kirche weltweit. Wir sind in den vergangenen Jahren durchaus eine steinige Wegstrecke miteinander gegangen, getragen vom Bewusstsein gemeinsamer Sendung und gemeinsamer Verantwortung. Dabei war es besonders wertvoll, dass wir auf die großen und schmerzlichen Fragen zum Missbrauchsskandal sehr rasch eine gemeinsame Antwort gefunden haben. Wir haben damit, so meine ich, auch einen Beitrag generell für den Umgang mit diesen Fragen und für deren Aufarbeitung in unserer Gesellschaft geleistet. Ich empfinde es als eine unserer Stärken, dass wir so überzeugend den Beweis dafür antreten, dass Glauben und Kirche in der Gesellschaft produktiv tätig sein können. Gleichzeitig spielt sich in unserer Konferenz eine Unsicherheit wider. Die Unsicherheit der Situation des Übergangs in der Kirche allgemein festzustellen ist. Dies zeigt sich in einer großen Bandbreite und Einstellungsvielfalt, die die katholische Kirche der Gegenwart kennzeichnet. Und daraus folgt auch eine gewisse Pluralität der Beurteilungen, gelegentlich auch Vorbehalten gegenüber manchen Themen führen kann. Die Kommunikation zwischen den Herzen fällt auch uns nicht immer leicht. Doch es bleibt die Herausforderung, sich im Dialog einander zu schenken, wie Papst Franziskus sagt, und nicht von vornherein Themen auszuschließen und das Gespräch zu verweigern. In meinen Überlegungen und auch in der Debatte ist deutlich geworden, ich will in keiner Weise die katholisch selbstverständliche Autonomie des Bischofs infrage stellen. Ich plädiere ganz und gar nicht für eine Zentralisierung kirchlicher Entscheidungen und Aufgaben und werbe noch weniger für einen Moloch-Bischofskonferenz. Ich erinnere nur an unsere Solidarität als Bischofskollegium und eine entsprechende realitätsgerechte Ausgestaltung der Zusammenarbeit, die uns abverlangt ist und ohne die wir auch unsere jeweils eigenen Angelegenheiten in den Bistümern nicht entsprechend bewältigen können. Papst Franziskus spricht ausdrücklich und nachdrücklich von der Brüderlichkeit und führt aus, dort liegt die wahre Heilung, die wirklich gesundmachende Weise, mit anderen in Beziehung zu treten, eine mystische, kontemplative Brüderlichkeit,
die heilige Größe des Nächsten zu sehen, in jedem Menschen Gott zu entdecken weiß. In der Orientierungsdebatte habe ich auch kurz über die Lage im Bistum Limburg informiert, die uns alle sehr bedrängt. Mehrfach haben wir uns im Ständigen Rat und zuletzt der Herbstvollversammlung in Fulda um Dialog bemüht und uns offen und ehrlich ausgetauscht. Das bedeutet allerdings nicht, dass zwischen uns nicht auch Differenzen in Analyse und Bewertung der Vorgänge bestehen. Das war auch nicht anders zu erwarten. Den Folgen müssen wir uns allerdings gemeinsam stellen. Manchen Äußerungen nochmals gewachsenen Misstrauens gegenüber uns Bischöfen, vor allem unserem Leitungs- und Lebensstil. Die Autorität des Amtes tritt in einer pluralen Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund. Während die einzelne Persönlichkeit an Bedeutung gewinnt und somit Menschen für die Botschaft des Evangeliums öffnen kann oder eben auch nicht. Nach dem Besuch von Kardinal Giovanni Loyola im September vergangenen Jahres habe ich die vom Bischof von Limburg, Dr. Franz-Peter Depper von Elst und dem Domdekan erbetene Prüfungskommission eingesetzt, die im Oktober ihre Arbeit aufgenommen hat. Der Bericht wurde mir Ende Februar übergeben. Ich habe ihn zusammen mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, Bischof Manfred Krone, dem Bischof von Limburg am 1. März 2014 erläutert, bevor ich ihn am 3. März dem Präfekten der Kongregation für die Bischöfe übergeben habe, das auch gemeinsam mit Weihbischof Grote. Und der Bischof von Limburg hat am Tag darauf das Gespräch in Rom geführt und jetzt gilt es, die Entscheidung des Heiligen Vaters abzuwarten. In unserer Aussprache sind viele Aspekte beleuchtet worden, auch die Frage der intellektuellen, der geistlichen und kulturellen Präsenz unserer Kirche in Berlin. Berlin ist für das pastorale Handeln der Kirche in Deutschland ein wichtiger Ort. Deshalb unterstützen wir den Erzbischof von Berlin in seinem Bemühen, die Helix-Kathedrale als Ort der Identifikation der katholischen Kirche in der deutschen Hauptstadt in einem baulich würdigen und architektonisch verantwortbaren Zustand aufzubringen. Ich darf den Punkt nochmal ansprechen, die Frage der Transparenz in finanziellen Angelegenheiten, das beschäftigt hat. Wir verstehen das wachsende Bedürfnis der Menschen zu wissen, über welches Vermögen die deutschen Bistümer verfügen und für welche Zwecke diese Mittel verwendet werden. Aus diesem Grund haben wir Bischöfe eine Arbeitsgruppe beauftragt, sich mit dem Themenfeld systematisch auseinanderzusetzen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Wir haben einen ersten Zwischenbericht der Arbeitsgruppe in den vergangenen Tagen intensiv diskutiert. Dabei ist auch die enorme Komplexität deutlich geworden, die diesem Vorhaben zugrunde liegt. Denn die Organisation und Verfasstheit eines Bistums ist nicht mit dem eines Wirtschaftsunternehmens vergleichbar. Zumal auch zwischen den Bistümern häufig historisch gewachsen, erhebliche Unterschiede im Finanzwesen bestehen. Wir haben unsere Absicht bekräftigt, gemeinsam Anstrengungen zu unternehmen, um das Maß an Transparenz über die Finanzen der Kirche und deren Kontrolle zu erhöhen. Im nächsten Schritt werden der Verwaltungsrat und der Verbandsausschuss des Verbandes der Diözesen ihre Beratungen fortsetzen. Da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Wir haben, das wurde lange gefragt, auch über das interdisziplinäre Forschungsprojekt sexueller Missbrauch an Minderjährigen gesprochen. Bereits im Jahr 2010 haben wir deutschen Bischöfen einen umfangreichen Maßnahmenkatalog entwickelt, um dem Skandal um die Fälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakonen, männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz zu begegnen. Vieles ist seitdem geschehen. In Kürze werden wir eine neue Arbeitshilfe mit den einschlägigen Dokumenten veröffentlichen. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Forschungsprojekt zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Vorfälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen.